So, willkommen. Heute zeige ich euch, wie man Batterien balanciert, also Lithium von Winston, und wie man die dann einsetzen kann als Starterbatterie. Ja, bis jetzt habe ich ja die Starterbatterie ausgebaut gehabt, bin mit den Aufbaubatterie gefahren, aber das stört mich, dass die immer gerade gleich voll geladen werden über die Lichtmaschine. Die hat eine ungeheure Power und deswegen habe ich mich entschlossen, Lithium-Starterbatterien zuzulegen. Und zwar habe ich da einen Trennschalter gemacht, der geht zu den Aufbaubatterien und das Kabel 70 Quadrat geht nach vorne, ist beim Anlasser angehängt und da kann ich dann unterbrechen und der wird meistens ausgeschaltet sein, sollte ich aber mal mit der Aufbau dann starten müssen oder gar die Aufbau laden, wenn ich jetzt wirklich kein Strom mehr von Solar habe, dann habe ich diese Möglichkeit über diesen Schalter. Hier waren ja die Aufbaubatterien drin, die habe ich ausgebaut. Kabel sind immer noch da. Das Plus geht auch zum Anlasser, wie das Aufbaukabel. Und hier ist das Minus. Da wird jetzt die neue Lithium angehängt. Ja. Die werden hier eingebaut, die sind nicht so groß und sollten gut Platz haben. Die Angie überwacht das Ganze, die ruft mich, wenn die Spannung steigt. Also, ich habe jetzt diese Batterien bestellt von der Firma Fraron. Fraron macht einen sehr kompetenten Eindruck, der Herr Eisenbichler. Und jetzt bin ich daran, die 8 Zellen, ich habe 24 Volt System, zu laden, zu initialisieren. Und für das hängt man die parallel an. Ihr seht, alles Minus hier, alles Plus. Hier kann man die Kabelverbinder nehmen. Hier nimmt man halt ein Stück Draht, verbindet sie, zieht es an, damit ja alle Kontakt haben, weil sonst wird eine nicht geladen. Und dann lädt man sie jetzt hoch. Da gibt es verschiedene Philosophien, manche laden bis 3,6, manche bis 3,8, manche sogar bis 4. Ich lade jetzt bis 3,6 Volt und zwar so lange, bis der Strom auf etwa 1 Ampere sinkt. Dann kann ich davon aufgehen, dass sie sicher mindestens 3,6 haben, wenn ich bis 3,65 lade. Und dann lässt man die immer noch angeschlossen stehen, am besten über Nacht oder so lange wie möglich, Woche macht nichts, weil das Ziel vom Balancieren ist, dass jede Zelle genau die gleiche Spannung hat, damit da nicht ein Zelldrift entsteht. Zelldrift heißt eine Spannung höher wie die andere, was dann zur Zerstörung einer Zelle führen kann, wenn die Spannung über 4 Volt geht. Okay, für das nimmt man ein Labornetzgerät. Das ist ein 10 Ampere. Ich lade jetzt da mit 10,2. Es flackert ein bisschen. Die Spannung hier ist bei 3,86 und effektiv an den Batterien ist bei 3,3. Das kommt davon, weil ich hier über die Anschlusskabel einen kleinen Spannungsverlust habe. Einfach aufpassen, dass diese Spannung hier nicht eben über 3,65 oder 3,7, also Maximum 4 Volt natürlich nicht steigt. Und am Anfang ist es so, das geht sehr langsam hoch, die Spannung, langsam, langsam. Aber wenn sie dann mal praktisch voll sind, dann geht es dann sehr, sehr schnell. Also wenn die dann irgendwann bei 3,5 sind, dann geht es dann ganz schnell hoch. Dann schießen sie fast hoch, deshalb immer schön aufpassen oder noch besser geregeltes Ladegerät. Ich habe jetzt aber auch ein geregeltes Ladegerät, aber weil ich keine Geduld habe, habe ich jetzt ein bisschen höher die Spannung eingestellt, damit es schneller geht. Aber eben sicher ist, wenn man die Spannung genau auf die Voltzahl einstellt, die man schlussendlich laden will. Also ich werde jetzt einfach hier sitzen, Kaffee trinken und schön zugucken. Ich muss ja was tun, oder?
Unterdessen kann ich noch was erzählen. Die Starterbatterie darf man nie mit BMS betreiben, das heißt mit einer Abschaltung, Notabschaltung, weil dann ist der Motor ohne Batterie und dann kann es Spannungsspitzen geben und dann kann man die Elektronik oder die Lima zerstören. Deshalb nie mit BMS betreiben, aber was man muss, ist Ballaser. Ballaser, habe da einen ganzen 8 Stück, die sind 0,7 Ampere, das reicht auch für diese kleinen Zellen. Die gewährleisten, dass die Zelle eben nicht über 3,6 gehen, dass die schön immer ballassiert sind. Meistens wird die Batterie ja sowieso immer voll sein, weil von hier man ja kaum Strom braucht. So, nach 24 Stunden Ladezeit kommt es langsam zur Endphase. Man muss bedenken, das sind 8 mal 40 Amperestunden. Wenn man die parallel schaltet, dann multipliziert man das. Da kommt man nach 320 Amperestunden. Wenn ich also 10 Stunden lade, dann mit 10 Ampere lade, Entschuldigung, dann geht es in 24 Stunden, kriege ich dann 240 Amperestunden rein. Also die war also ziemlich bis dahin leer und jetzt geht es zur Endphase. Und sobald die Spannung also so langsam bei 3,45 ist, sage ich mal, geht es dann schnell hoch, dann muss man ziemlich aufpassen, weil ich habe jetzt hier ja 4,2 eingestellt, da muss ich aber immer dabei sein, ansonsten stelle ich da weiter runter, dann fließt aber viel weniger Strom. Jetzt lasse ich noch wenig laufen, bis der Strom bei 3,6 unter 1 Ampere, das hat er zwar jetzt schon, aber ich lasse noch einen Moment laufen und dann stelle ich das ab. Dann sind sie initialisiert und dann lässt man sie einfach mal stehen so, damit das Ganze noch schön ausgleichen kann mit ganz kleinen Strömen. So, jetzt war es soweit, ich habe bis 3,65 geladen, der Strom sank dann unter 1 Ampere und dann kann man ausstecken und jetzt lässt man es einfach so ruhen, jetzt sinkt die Spannung langsam wieder, unterdessen findet immer noch ein Ausgleich statt, allerdings ganz ein kleiner und wenn möglich, lass die Zellen so lange wie möglich zusammen. Kann auch eine Woche sein, das schadet gar nicht, je länger, je besser. Aber ist auch nicht schlimm, wenn es früher trennt. Also ich mache dann das vermutlich heute Abend, spätestens morgen, damit, weil ich sie einbauen will. Und der Rest, die restliche Disbalance, würden dann die Ballaster übernehmen, die ich hier gerade am Installieren bin. Ich muss da Kabel anlöten. So, 2 Stunden später habe ich es wieder auseinandergeteilt und jetzt kann man entscheiden, will man die alle in Serie nebeneinander, lange Linie, oder macht man so ein viereckiges Klötzchen, wie ich es gemacht habe, mit 4 Akkus. Das Weitere, was ihr wissen müsst, wollt ihr eine 12 Volt oder eine 24 Volt Schaltung. Ich habe eine 24 Volt und deshalb müssen alle miteinander in Serie oder in Reihe verbunden sein. Der Stromfluss fängt hier an, geht darüber, so, 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 und da ist dann der Minuspol. Eigentlich ganz einfach. Jetzt mache ich das zusammen mit diesen Ballasern, wo ich die Kabel hier verlöten musste. Das waren die günstigsten, das reicht für Starterbatterie, die haben mich 5 Euro gekostet. Dafür viel mehr Arbeit, aber egal. Jetzt wird das Ganze angehängt und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So sieht das mal aus, provisorisch alles angehängt, mit einem Spannset da zusammengemacht und die Farben hatte ich nicht ganz so viel Kabel, dann kann man halt eine andere Farbe nehmen, macht da halt ein Klebeband drum, damit das eindeutig ist, ob es Plus oder Minus ist. Aber so ist es zusammen. Jetzt kann man hier die Spannung messen. Hier sollte jetzt 24 Volt sein. So, ihr seht, hä? Also 24 ist es nicht, es ist 27,7, weil ja die Zellen jetzt noch ziemlich weit oben sind, aber es geht zurück, wie ihr seht.
Also, die Spannung stimmt, alles richtig gemacht. Jetzt geht's ins Fahrzeug rein und da kann man das dann ganz noch ein bisschen schöner machen. So, das Ding ist drin. Hier habe ich es gesichert gegen Verrutschen, unten noch. Dann oben kommt auch noch was drauf, dann wird es eingeklemmt und dann kommt noch ein Spannset drüber, dass es auch hält. Beziehungsweise rundherum. Dann seht ihr da, einigermaßen habe ich das gebüschelt, damit da nichts passieren kann. Da drin sind die Ballaster und jetzt sollte, den Pluspol habe ich noch geschützt, ihr seht, hier ist der Minuspol. Und wenn ich jetzt starte, Zündung rein und es läuft, hä? Das nur mit 40 Amperestunden, weil die können 10C, also 400, also kein Problem. Und man hört es auch an der Drehzahl, das ging ganz schön rund. Und jetzt messe ich mal die Spannung. So, Spannung habe ich gemessen, 28 Volt, das geht noch bis 28,3. Dann hier seht ihr den Startstrom. Kurzzeitig und jetzt den Ladestrom. Tipptopp, nicht viel. Das passt also. Sehr gut. So, da oben habe ich auch noch einen Schutz. Das Verpackungsmaterial. Wenn ich den Sitz runterlasse, dann ist das Ding schön rundherum eingeklemmt und auch vibrationsgeschützt. Jetzt, ja, funktioniert, hä? So, jetzt habe ich noch Füllmaterial reingetan, das sind meine Kapseln, mit denen mache ich meine Naturprodukte. Passt schön, hä? Dann zumachen. Voilà, das hält. Und die ganze Starterbatterie wird hier überwacht, und zwar hier ist die Starterbatterie, da oben ist die Aufbaubatterie. Wenn ich jetzt die zusammenschalte, dann wird die Spannung hier ein bisschen höher nach oben gehen, auf die Spannung von dieser Aufbaubatterie. Wenn die Spannung unter 24 Volt sinkt, dann geht hier ein Alarm los und dann höre ich das. Die verbraucht ja ganz wenig Strom von den Geräten, aber da ich ja viel fahre, wird das nicht so das Problem sein. Ja, und das ganze Gewicht von diesen Batterien, eine Zelle hat 1,5 Kilo mal 8, sind also 12 Kilogramm, die sie jetzt wiegen. Das ist wenig, plus noch ein bisschen Ballaster und Kabel, aber das ist fast nichts, also sagen wir 12,5. Gegenüber 50 Kilo, weil früher waren 100 Amperestunden drin, so viel ich weiß, oder 105. Und da hat eine 25 Kilo gewiegt, das macht also 50 Kilo. Ich bin jetzt also gut rund 37,5 Kilo leichter durch das geworden. Ja, und dann nehme ich auch Winston-Zellen. Winston ist der Hersteller, den ich eigentlich schon lange kenne. Ich habe schon im Roller, Elektroroller vor 20 Jahren schon solche Zellen, genau die gleichen drin gehabt. Die haben eben den Vorteil, gerade bei Starterbatterien extrem wichtig werden kann. Die kann man laden, entladen auch bis minus 20 Grad Celsius. Und gerade das Fahrerhaus ist kalt und dann ist es mal minus 5 oder so, man muss starten, kann man auch starten. Das Starten ist ja auch bei den anderen nicht das Problem, aber nach dem Starten werden die natürlich sofort geladen. Und die Winzen, die dürfen geladen werden, da passiert nichts, aber die anderen dürfen das eben nicht. Und darum eignen die sich eigentlich nicht als Starterbatterien, in kalten Ländern vor allem, und das haben wir ja hier im Norden. Ja, also ich habe immer nur Winston-Zellen bis jetzt gekauft und bin sehr zufrieden. Man zahlt ein bisschen mehr, aber die haben eben auch Iridium drin und jahrelange Erfahrung. Und das Gute ist auch, man kriegt mehr fürs Geld. Also wenn ich 40 Amperestunden kaufe, dann kriege ich ungefähr 45 Amperestunden. Meistens haben sie gute 10 bis 15% mehr Kapazität drin.
als angegeben. Was wirklich schön ist, das ist bei den meisten Herstellern eben umgekehrt. Ja gut, ich hoffe, das hat euch gefallen und ja, ich verlinke noch den Händler, den ich da die gekauft habe. Der hat wirklich einen guten Eindruck gemacht und ist sehr auskunftswillig. Der Herr Eisenbichler, schon mal gesagt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr bei ihm bestellen. Ich habe nichts davon, aber ich mache es ja nicht wegen dem, sondern wegen Überzeugung. Okay, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Tschüss.